Herzlich willkommen zu Star Wars Galaxy of Heroes. Ja, ich habe mich in den letzten Tagen eingeloggt, aber ich habe nicht weitergespielt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei seid und ich hatte auch die Kommentare drunter, dass ich bitte nicht weiterspielen soll ohne euch. Und das habe ich jetzt auch nicht getan. Ich habe nur mich, glaube ich, zweimal eingeloggt, um Sachen zu sammeln. Es gibt zwei Gesinnungen, hell und dunkel. Ja, toll, danke für die Info. So, uns holen wir erstmal die Gratiskarte hier, die wir noch kriegen. Und schauen mal, was da rauskommt. Irgendein Hypospritze von Shivab. 6 Kraft, 6 Geschicklichkeit, 3 Intelligenz und plus 3 physischer Schaden. So. Kriegen wir noch was umsonst? Aber ich glaube, die plus 3 wird angezeigt, weil wir so viel kaufen können. Genau. Wir können mehr als 3 von diesen Dingern kaufen. Wollen wir aber nicht tun. Und dann hatten wir, glaube ich, hier drüben. Nee, irgendwo war nochmal was freigeschaltet. Das war Stufe 15. Stufe 28. Naja, das sind die Lieferungen hier. Das können wir dann mit den Dingern austauschen. Entweder für Geld hier rechts die Sachen. Und unten. Oder halt da oben hier so Münzen für die einzelnen Peoples. Trupparena, genau. Trupparena habe ich freigeschaltet. Durch Level-Ups, durchs Einloggen alleine. Da können wir gegen andere Spieler kämpfen. Ja. Derbe, oder? Und das versuchen wir jetzt einfach mal und kämpfen gegen den hier, ganz links, Mod Elisa. Und unser Team steht, ich glaube, ich habe auch niemanden gelevelt, aber links seht ihr schon, es gibt 2 neue Charaktere sind dazugekommen. Der gute Poe Dameron aus das Erwachen der Macht, da werde ich aber nicht weiter zu sagen, wer ist, wieso, weshalb, nur dass er existiert und natürlich... Die Sturmtruppe der ersten Ordnung mit dem neuen Helm. Ich finde ihn eigentlich ziemlich stylisch. Und ich habe ja auch ein T-Shirt-Design dafür entworfen, etc. bla bla bla. Alles nächstes Jahr mehr dazu. Oh, tägliche Aktivitäten können wir ja auch noch einsammeln. Und ja, so habe ich die Level-Ups gemacht die letzten Tage. Und 25 Bonus-Energie, warum nicht? Dann können wir jetzt hier Trupparena. Genau, wir wollten kämpfen. Oh, jetzt sind sie alle so stark. Nehmen wir den hier, der ist am schwächsten. Und kämpfen gegen den. Und dann muss man, glaube ich, immer eine Viertelstunde warten. Hier, der hat auch nur 2 Gegner. Das sollte dann kein Problem sein. Die sind aber von der Levelmäßig technisch wesentlich höher. Nicht schlecht. Na, wieso zielt er immer wieder auf den anderen? Ich würde erstmal den Klon-Sergeant loswerden. Natürlich heilt er jetzt erstmal alle wieder hoch. Aber wir sind ja auch nicht ganz ohne. Hätte ein ganzes Team, was so stark wäre, hätten wir echt versaut. Den Kampf. Aber so, mit nur 2 Gegnern von ihm. Das ist alles im Bereich des Machbaren. Wir heilen uns trotzdem einmal ganz kurz hoch. Der Gegner ja nicht ganz ohne ist. Ja, sollte aber, wenn wir Glück haben, jetzt ein Ende nehmen mit ihm. Ah, verdammt, da hätten wir jetzt Skill benutzen können, aber das müsste jetzt, genau, gereicht haben. Arena-Bericht, dein Rang erhöht sich von 13.874 auf 12.705. Es gibt da verschiedene Belohnungen, die man dann täglich bekommen kann. Ich kann euch das mal zeigen. Ich glaube, hier unten ist das Preise. Genau, hier unten die Ränge, die kriegen dann... halt das Zeug. Und Rang 1 kriegt ganz viel. Lieferung, Ränge, blablabla. Hier irgendwelche heftigen, die wir nicht angucken können. Oh, hier der Obersergeant der ersten Ordnung. Interessant, die Nummer. So, dann gehen wir aber erstmal zurück und werden jetzt hier unten die Kämpfe fortführen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Da ist jetzt eine Peopleen mehr drauf, auf der guten Seite, und ein People mehr auf der dunklen Seite, wenn ich das jetzt richtig sehe. Aber wir werden jetzt erstmal mit den zweiten Dings hier fortfahren und dann Kämpfe auf Dathomir gegen Kampfdruiden beginnen. Kostet 6 Energie, wir haben unendlich viel, wir können das, glaube ich, wieder stundenlang spielen jetzt. Und das werden wir vielleicht auch tun.
Mal schauen. Aber zwischendurch muss ich gleich mal kurz einen Schnitt machen. Ich denke mal, nach dem Kampf, dann werde ich mir eine Pizza in den Ofen werfen. Und dann ist, wenn wir die Aufnahme fertig haben, Pizza fertig, hoffe ich. Und dann werde ich mal was essen. Ja, nachts um... Na, ist dann noch nicht so spät. 23:30. Ich habe ja auch vorhin dann erstmal noch 1,5 Stunden geschlafen, weil ich ein alter Mann bin nach der Arbeit. Wie sich das gehört. Aber jetzt völlig top, fit, munter und vollgepumpt mit Zucker und schwippschwapp geht's hier rund. So, leveltechnisch sind die Gegner ja hier jetzt eher so Kanonenfutter. Richtig der hässliche Druide. Einfach weggeknallt, die Sau. Ich könnte mit ihnen hier diesen Zauber machen. Schuss machen, um die Druiden zu fluktuieren. Keine Ahnung. Da ist mir irgendwas noch eingefallen eben. Irgendwas ist mir eingefallen. Und ich hab's wieder vergessen direkt. Und weiter geht's. Nächster Kampf. Wir stürzen uns hier in den nächsten Kampf. Irgendwas war. Ich hab's vergessen. Hey! Nicht so hektisch, Leute. So, jetzt schießen wir mal querfeld rein, mal gucken, wie viel das anrichtet. Ja, nicht schlecht. 2 tot, 1 lebt. Jetzt nicht mehr. Schwupps und weg ist er. So, dann sind wir nochmal dran und dann darf er mich angreifen. Uiuiui, er hat auf mich geschossen. Wie schrecklich, wie schrecklich. So, stirb. Irgendwas wollte ich sagen, erzählen. Ich komme nicht drauf. Ist einfach futsch. Er sieht ja furchterregend aus da. Ei. Zicki, zacki, Toti gemacht, Lied. So, jetzt haben wir noch den Boss da stehen. Der, oh Mist. Wieder zu hektisch geklickt. Wie bei Walking Dead. Einfach raufkloppen. Irgendwas passiert schon. So, zack, weg ist er. Geklärt die Sache hier. Kampfruinen, Klamotten, Zeug, Erfahrung, alles supi. Dann werden wir trotzdem einmal ganz kurz in die Charaktere gehen. Oh, man kann sogar Sachen herstellen. Machen wir das einfach mal. Yeah, Rüstung und Resistenz hoch. Können wir ihn überhaupt noch weiter trainieren als bis 15? Ja, bis 16. Nee. Nee. Trainieren wir den Kleinen hier noch ein bisschen. Hey, von 13. Besser als nichts. Ja, wir haben ganz viele Sachen hier für Kumpel Bösewicht. Aber dafür muss er auf der Stufe höher sein, damit wir es ausrüsten können. Ja, hier unten haben wir Kylo Ren, Darth Vader, Count Dooku. Für die haben wir zumindest schon mal irgendwelche Chips eingesammelt. Ja, Darth Vader 10 von 80, Kylo Ren auch. Ah, jetzt können wir auch die dunklen Seitenmissionen spielen. Oh, tägliche Aktivitäten, tägliche Ausrüstungssammlung, fülle einen Charakter Ausrüstungsslot, bilde einen Charakter aus. Und da haben wir wieder 25 von diesen grünen Dingern bekommen, hier die Sim.
Und da können wir da einmal draufklicken. Und dann bekommen wir die Belohnung für die Mission direkt. Das Volldufte. So, aber wir werden jetzt in den nächsten Kampf gehen. Und diesen auch bestreiten. Tada! Das wird jetzt wieder, ich denke, reichlich unspektakulär. Ja, sieht ganz anders aus. Gucken. So, weggeknallt. Uiuiui, er schießt zurück. Wie bösartig. Was ein böser, frecher Druide das doch ist. Eieiei. So ein Scheiß. So. Next round. Sehr gut. Vernichtet die Saurati. Vernichtet. Einfach kaputt gemacht. Mir fällt trotzdem nicht ein, was ich sagen wollte. Eieiei, vier böse Roboters. So frech. So frech. So, den Obermufti haben wir damit schon mal weggegrillt und zu einem Toaster verarbeitet. Ja, die Missionen sind ziemlich easy, dadurch, dass wir die ganzen anderen Missionen gespielt haben, wo wir unsere Charaktere aufleveln konnten und Sachen sammeln. Sehr vom Vorteil gewesen. Ach, ernsthaft. Jetzt fall um. Warum, du verlobst, Digga. Könnte ich hier nicht gebrauchen. Yeah, Stufenaufstieg, Stufe 13. Noch mehr Bonusenergie. So, Geonosis. Cool. So, ich werde aber trotzdem. Wir gehen kurz einmal zurück. Charaktere können wir nichts machen. Können wir vielleicht nochmal irgendjemanden aufleveln? Du bist der Einzige, der es noch so richtig nötig hat. Toll. Level 13. 2 Levels. Kampf 3, Herausforderung 6. Machen wir das hier mal. Einfach nur um zu gucken, ob wir das Teil kriegen, was wir da ihnen dann anlegen können. Lassen wir den Kampf einfach mal per Auto durchlaufen. Das sieht eigentlich relativ easy aus. Ja, das wäre zu heftig gewesen, hätte er sie einfach alle getötet. Oh, aber im Auto dann bewegt sich auch alles wesentlich schneller. Letzte Begegnung. Ein wichtiger Typ mit Gesichtsfreiheit. Oh, das hat Flächenschaden sogar gemacht. So, und damit hätten wir diesen Kampf erfolgreich beendet. Oh, und ganz viel Zeug bekommen, vor allen Dingen. So, dann gehen wir mal nochmal zurück. Charaktere. Wir können sie alle vernünftig ausrüsten. Wir nehmen wahrscheinlich erstmal Mr. Ewok, Mr. Java, Mr. Ewok, Mr. Java, Mr. Ewok. So, Upgrade. Okay. Dadurch kriegt ihr die ganzen Werte verbessert. Wenn ich das so richtig verstanden habe. So, und dann können wir noch ein Level-Up hier reindrücken. Hm.
Können wir ihn das noch? Kraft, Intelligenz. Jetzt müssen wir uns gleich mal angucken, wo man hier die Werte überhaupt so richtig sieht. Da. Ah, erhöht Gesundheit und Rüstung. Okay, und wenn wir das dann upgraden, behält er das. Rüstungsstufe 2 fügt all. Okay. Okay. So, dann mache ich einmal ganz kurz einen Schnitt und wir sehen uns sofort wieder. Eieiei, ich habe mal auf den Timer geguckt und ja, ist schon wieder ziemlich spät, beziehungsweise die Folge ist schon wieder ziemlich lang, habe ich den Eindruck, aber wir spielen noch fröhlich weiter, wir haben noch ganz viele Missionen zu erledigen und starten jetzt auf Geonosien mit den super duften Käfigmonster-Viechern und gucken mal, was die Insekten uns so entgegenbringen wollen. Das eine Symbol, das ist neu. Autschi. Plus 50 Angriff. Übel. Ist ja nicht sehr nett. Stammestaktik. Evox Scout erhält für jeden lebenden Evox Verbündeten 1% Ausweichen. Mhm. Also könnte man sogar so ein Evox-Team, so ein Team von 5 Evoxes anstellen. Das wäre voll süß. Klar weicht er uns aus. Blöde Sau soll sterben mit seinem verbesserten Angriff. Allen Schaden zugefügt. Autsch, autsch. Brutalen Wichser hier. Nein, nicht mein Evok-Baby. Heilung for my Barbie Party Peoples. Stirb. Wie gesagt, stirb. Geht doch. Du bist dran. Mit sterben, meine ich natürlich. Nicht mit dich wehren. Das ist nicht fair. So nicht fair. Mein Pferdchenfreund. So. Letzte Runde. Dingsangriff ist nicht möglich. Aber zumindest haben wir einen Geonosianer weg. Ich glaube, die mögen meinen Evok-Freund nicht. Die haben Probleme mit kleinen haarigen Ey! Das reicht doch langsam. Nein! Ich mach dich kalt. Oh! Okay, er konnte nicht immer direkt. Oh, das war gar nicht mein Evok, der gestorben ist, sondern der Java. Voll dumm ich bin, echt. Ich hab ihn ausgeschaltet, weil er den Dings wahrscheinlich am nächsten... Nein, nur 2 Sterne. Das wird wiederholt. Irgendwann. Demnächst. So. Nächste Runde, Geonosianer jagen und Asch versohlen, nicht vergessen. Au! Wieder greift zweimal an. Verreck! Denen geht's ja wohl zu gut hier. Mist. Na? Wird jetzt schon langsam spannend. Ja, vielleicht hätten wir mit Julie einfach mal ein Dings rufen sollen. Dings hier. Ihr wisst schon, Spott meine ich.
Boah, das ist voll die Pepperoni-Pizza, die ich mir da gerade in den Ofen geschoben habe. Und das Muff gerade echt so richtig scharf. Meine Augen brennen so ein bisschen fies. Aber die ist auch schon aufgetaucht gewesen, weil sie schon seit gestern Abend da im Kühlschrank liegt. Shitty happens. Nein! Stirb! Kacke, wieder einer tot. Gibt wieder nur 2 Sterne. Nein! Blöde Drecksau. Hoffentlich hält der Dings den Schrei von Ju jetzt in den nächsten Runde auch noch. Wobei, rein theoretisch, genau, nicht. Eine ganz komische Kampfreihenfolge, habe ich das Gefühl. So, schalten wir zumindest erstmal einen davon aus. Die Indosianer sind echt kacke mit diesem 50% mehr Schaden-Buff. Das sind Gegner, die ich nicht gerne als Gegner habe. Und weg mit dem. Ich schon den Green da hinten nochmal weg. Und da haben wir es wieder geschafft, aber wieder nur zu viert mit 2 Sternen. Sehr schade, sehr schade. Alles klar, sammeln wir einen das gute Zeug hier. Oh, Stufe 10. Aber bevor wir weitermachen, gucken wir nochmal hier in unsere nette Stübchen. Haben wir denn hier schon den nächsten Gratis-Gedöns? Jawollo. Ja, den will ich jetzt gar nicht. Gib mir das Gratis-Ding. Überspringen. Porträts antippen, um Details zu erfahren. Prototyp für die Herstellung von Ausrüstung Typ 4 Energiezellen von Lara verwenden. Das ist anscheinend eine Blaupause. Ja, die Figuren, die hier so angezeigt werden, sind wahrscheinlich nur so Andeutungen, so Gönnse zu kriegen, griff aber nicht. Nee. Ja, den haben wir ja schon, Poe Cameron. Irgendwie einer von Lichtschwert-Typen wäre cool. Wollen wir das mal riskieren jetzt am Ende der Folge? Komm, wir riskieren das jetzt und geben mal 100 Punkte, 350 von den Steinchen aus und gucken, wen wir kriegen. Ich bin aufgeregt. Toll. Du hast diesen Charakter bereits. Ich habe 25 Splitter bekommen. Yeah. So ein Scheißdreck. So, was haben wir noch so Tolles, was wir hier machen können? Trupparena. Und da waren wir durch. Können wir mal in die Charaktere gucken. Und unseren Jedi-Konsul trainieren. Auf Stufe, keine hoch. Hier, die böse königliche Wache könnten wir pushen. Will ich aber nicht. Erste Ordnung, Thronklopfler. Wieso sind die eigentlich grün? Verstehen. Okay, dann würde ich sagen, sind wir erstmal für heute am Ende der Episode. Sie ist auch wieder etwas länger wie üblich und viel geplant. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lassen würdet und wir uns morgen in der nächsten Runde wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Ich werde jetzt Firefly gucken, meine Pizza essen und dann vielleicht noch eine Folge aufnehmen. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und haut rein. Ciao.